Hallihallo! Heute bin ich zu Gast hier mit meinem... Ich habe einen Feenstaubsofa, das habe ich noch nicht erzählt. Also herzlich willkommen auf meinem Kanal Antje Sommer auf YouTube. Und hier ist die liebe Sally. Hi! Ich bin bei Sally und wem noch zu Gast? Nico. Wo ist der denn? Der ist da, der versteckt sich, da ist nicht die Kamera scheu. Den sieht man nicht, den darf man nicht filmen. Okay. Okay. Also was macht ihr hier? Wieso habe ich mich jetzt gerade hier vor euren coolen Van gestellt? Wir sind in Palau in Sardinien. Ja, ich war noch nie auf Sardinien und wir haben unseren Lebenstraum erfüllt und unseren eigenen Campervan aufgebaut. Ist das cool? Ja, und den müssen wir natürlich so intensiv wie möglich nutzen. Ne? Ja. Das hier ist unsere Merle. Merle, hallo Merle. Merle ist ein Mädchen. Dürfen wir mal reinkommen? Ja, natürlich, du unbedingt. Gerne vorgehen. Komm mal in. Wow. In unser Zuhause auf die Rädern. Ich darf, warte. Ich komme ja aus dem Osten, ziehe die Schuhe aus. Also, hier ist Merle. Guckt euch das an, Leute. Oh mein Gott. Wie lange habt ihr gebraucht, dass Merle fahrbereit war? Ich schwenke mal hier rum. Erzähl mal. Wir haben insgesamt 1,5 Jahre gebraucht. Das ist eine verdammt lange Zeit, aber vor allem, weil wir immer am Wochenende gearbeitet haben. Ja. Nico arbeitet, ich bin Studentin und arbeite. Und wir haben natürlich versucht, irgendwie unter der Woche abends dann noch zu arbeiten, aber wir hatten keine Werkstatt, ja. Wir haben keinerlei Erfahrung. Mega. Wir haben alles, einfach machen. Ja, wir haben alles so gemacht, wie es ging. Wir haben an der Straße gearbeitet, okay, bei uns, vor dem Haus. Wie schön, ganz liebevoll und... Dankeschön. Cool. Vielen und Dank. Genau, wir stehen jetzt hier in der Küche. Genau. Gehen wir mal ins Wohnzimmer. Zack. Wir haben hier das Wohnzimmer mit einem Ausziehtisch. Ah, wow. Darf ich genau, Platz nehmen? Setz dich. Also Wohnzimmer. Da kann man ausziehen. Hier. Also erst kann man den Tisch ausziehen und dann kann man sich hier ausziehen. Kannst du ja ausgucken. Panorama. Ah, wie schön. Das ist voll gemütlich. Das ist toll. Wow, und der Spiegel. Achtung. Ich schwenk mal rum. Guck mal hier. Schön dieser, wie heißt der Style? Boho-Style, ne? Ja, wir haben uns von allen möglichen inspirieren lassen. So, ja, ein bisschen marokkanisch, orientalisch, ja. Boho ist hier zu finden. Und ganz, ganz viel Safe-Made und Spontanliebe, wie wir so schön sagen. Ja, voll schön. Gesehen, verliebt, gekauft, genau, eingebaut. So. Jetzt machen wir das hier so. Genau, und wo zieht's euch hin? Oh, in die Welt hinaus. Ja. Ich habe wirklich Lust, alles zu ergründen. Keinerlei Camping-Erfahrung davor gehabt. Den werden gekauft, verliebt, ausgebaut. Und los. Und ich möchte Europa sehen. Ich würde gerne darüber hinaus auch fahren. Ja. Ich hatte so Lust auf Marokko, wie man auch sieht. Marokko, okay. Wie kommt man von Sardinien nach Marokko? Boah, man müsste runter nach Gibraltar fahren. Das ist super schön. Das ist auch. Fahren? Ja. Oder Fähre? Nee, alles fahren. Ach, das geht. Weg ist ich kenne mich nicht aus. Ihr merkt es schon. Ja. Ja, genau. Also es ist alles möglich. Okay. Man kann natürlich auch mit Fähren ganz, ganz viel ergründen. Ja. Ich fände Griechenland auch mega toll. Peter soll auch geil sein. Total schön. Und da kann man auch noch gut stehen. Und wir haben auch mega viele schöne Sachen, so wie zum Beispiel den Puff, den wir auch, das sieht man jetzt schlecht. Warte, aber ich will mal, das ist ein Puff. Ja. Okay. Auch so ein marokkanischer Puff. Ein Hocker. Auf Ostdeutsch ein Hocker. Ein gefüllter Hocker. Genau. Ja, und ihr kommt woher aus Deutschland? Aus München. Aus München. Genau, gebürtige Münchner. Wir sind jetzt gerade in Aachen. Okay, und wie lange seid ihr jetzt hier mit Merle unterwegs? Hier auf Sardinien 3 Wochen. Länger ging leider nicht. Unsere Jungfernfahrt war letztes Jahr. Da waren wir 5 Wochen in Portugal. Wow, schön. Das war mega schön. Wir sind durch Südfrankreich, Spanien runter nach Portugal, komplett von unten hoch und wieder zurück. Es war Freiheit pur. Ja, Portugal war so toll. Ah. Ja, es war echt schön. Mega. Und das hat Lust gemacht auf mehr. Wenn ich fertig bin mit dem Studium, dann hoffe ich, dass wir da noch sehr viel mehr umsetzen können. Unbedingt. Ich meine, ihr seid jetzt einmal unterwegs und das wird euch nicht mehr loslassen. Auf keinen Fall. Es gibt so viele einzigartige, wunderschöne Momente, ja, die man echt nur im Van so irgendwie erleben kann. Mhm. Das ist einzigartig. Nico, möchtest du auch noch was sagen? Nee, die macht das schon gut. Ja. Gibt es etwas, wo du sagst, boah, das war echt crazy, das würde ich den Van-Fans auf jeden Fall empfehlen, es zu lassen?
Gibt's da was? Zu lassen nichts. Ich finde, jede Erfahrung ist eine Erfahrung wert. Das ist super wichtig. Wir sind in Portugal allerdings auf einer sehr hohen Klippe gestanden. Okay. Und unsere Handbremse ist nicht ganz so safe. Ah, okay, ja, ja, ja. Und wir sind dann in der Früh aufgewacht, wir sind da abends angekommen und haben runtergeguckt und es ging wirklich sehr, sehr weit runter und das war sehr knapp. Ich würde empfehlen, immer irgendwie Steine drunter zu legen oder vor die Reifen, dass man nicht runterfällt. Weil ich wohne ja auch gerade in so einem Van. Mega. Und da habe ich solche Keile. So Keile. Das ist so natürlich Keilecke, Profi. Ich weiß nicht. Ja, da gibt es so Keile, die du drunter legst und dann auch von vorne und die dann auch die Waage, die Balance, weil wenn du jetzt kochst und rollt der Stift runter, ne? Also hier ist es super, hier steht auch ein Parkplatz. Aber bei diesem Geröll und Finker dazu. Ja. Oder auch wenn es regnet, dann wird der Boden matschig. Weich und matschig. Ja. Und dann, Nico hat tatsächlich auch lustigerweise von dem letzten Strand, wo wir standen, einen Stein mitgenommen. Der ist hinten bei uns in der Garage. Ja. Das ist unser Schutzstein. Ja, schön. Die Sicherheit. Ja. Der wollte mit. Der wollte mit. Der wollte mit. Ja. Ach, wie schön. Genau. Was wollte ich jetzt fragen? Also, genau, eine Message an die Menschen, die da noch zu Hause sitzen und denken, oh, wie geil, das will ich auch. Einfach was machen. Was kannst du denen sagen? Unbedingt einfach machen. Ich hatte mega Angst vor dem Ausbau. Wir sind beide handwerklich überhaupt nicht begabt. Hier drin ist auch alles schief und krumm, steht ab. Es ist aber ganz viel wirklich Liebe drin. Einfach eine Erfahrung, die, wenn man die machen möchte, sollte man die unbedingt machen, weil sonst fragt man sich immer, wie wäre es gewesen, was wäre gewesen. Und wir haben uns auch finanziell super viele Sorgen gemacht, weil so ein Ausbau ist auch einfach ein bisschen teuer. Ja. Das ist auch nochmal eine Geschichte. Und wir haben jeden Monat einfach das rein investiert, wo wir gesagt haben, das haben wir, das wollen wir da reintun. Und so ist sie einfach Stück für Stück gewachsen und es ist einfach das Schönste, was ich bisher erschaffen habe. Und es geht, vor allem, es geht, Leute, es geht. Immer, irgendwie. Immer wenn du vorher denkst, es geht. Geht für eure Träume los. Ich meine, dafür stehe ich ja auch. Ich lebe es ja auch vor und bin ja, ja, einfach machen, Leute. Und ey, morgen können wir tot sein, ganz ehrlich. Ja, unbedingt. Einfach und das machen. Ein Leben lang. Also ist okay, ne? Ja, also von daher. Total, absolut. Jetzt wollte ich schon Merle sagen. Da freut sie sich. Merle, vielen Dank, dass wir hier sein durften und dass du uns einen Einblick in dein liebevolles Heim gezeigt hast. Danke dir, Sally, für deine gerne spontane Idee. Ich habe die einfach mal angequatscht jetzt hier. Aber ja, so bin ich. Und Nico auch vielen Dank. Gerne. Mal gucken, wo wir das vernetzen und wir verlinken uns. Vielleicht kommt jetzt morgen ja nochmal Besuch. Ja. Wir würden uns freuen. Wir schauen mal, wo Stadt zu Paradiso in Bassa Codena. Young was happy. Schönen Tag euch noch. Ciao.